Hi, mein Name ist Jonathan Horn. Ich bin Karate-Weltmeister, aktueller Bundestrainer der deutschen Karate-Nationalmannschaft und Mitglied des Team Aktiv. Der Urlaub ist immer limitiert auf eine gewisse Zeit, von einer bis zwei, drei, vier, fünf Wochen. Das ist individuell, aber danach kommst du zurück in den Alltag, wo du sehr viel mit Stress zu tun hast. Reizüberflutung durch Handy, Fernseher, PC, den ganzen Alltag, alles, was damit zusammenhängt. Am besten gönnst du dir da täglich mal eine Mittagspause oder auch am Abend einfach ein bisschen Auszeit von den ganzen Reizüberflutungen. Gehst einfach mal in dich, gehst spazieren, gehst einfach nur mal schwimmen, tust ein bisschen was für deinen Körper, gehst Sport machen. Für mich persönlich war es immer so, ich habe vor Wettkämpfen zwei Stunden vorher in den Flugmodus geschaltet, habe Musik gehört, bin einfach eine Stunde vorher in mich gegangen, sodass ich allem Reiz aus dem Weg gegangen bin und mich wirklich auf mich fokussieren konnte. Zu Hause ist es so, wenn ich merke, es wird mir jetzt ein bisschen zu viel, gehe ich raus mit dem Hund spazieren, setze mich in den Garten, genieße einfach nur mal die Sonne, wenn sie da ist. Das muss jeder so ein bisschen für sich individuell finden. Aber nichtsdestotrotz, Entspannung kann man lernen. Und Entspannung solltest du lernen und die IKK hilft dir dabei. Die bietet Seminare an, an denen du die Entspannung für dich finden kannst.